Okay, wir haben jetzt natürlich hier Zigarre. So, das brauchen wir nicht. Benutzter Ölkanister. Okay, was halt hier, was brauchen wir nicht? Vermutlich werden wir ziemlich vieles hiervon gebrauchen können. Denn mit Fallout 4, mit A drehst du den Schraubenzieher, hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt auf einen Widerstand, lass A los und positioniere die Haarklammer neu. Okay, wir haben eine Haarklammer. Juhu. Ja. Graue Strickmütze und noch eine Haarklammer. Okay. Alles klar. Ja, also theoretisch werden wir hier viele Dinge gebrauchen können. Denn Fallout 4 hat ja jetzt auch noch so einen speziellen Editor mit im Schlepptau, mit dem man sein eigenes Zuhause ein bisschen aufrüsten kann. Und genau dorthin sollen wir auch wieder zurück zu unser Zuhause. Verstehe auch Schraubenschlüssel. Ich möchte aber ehrlich gesagt erstmal die ganzen Sachen, die ich hier angucken. Und vor allen Dingen auch schauen, was es hier so gibt, denn wer weiß, was sich hier so alles an Sachen befindet, die man noch gebrauchen könnte. Küchenwaage brauchen wir jetzt unbedingt nicht. Ich meine, Nuka-Cola und sowas haben wir schon gefunden und wir haben auch Medizin gefunden, was auf jeden Fall ziemlich wichtig ist. Sowas findet man nicht überall. Stuhl. Aktenschrank, Wirbelsäule. Einsperren für Einsteiger. Okay. Oh, nein. So geht das. Das wäre es. Wow. Yes. Impro-Pistole. Yes. Schrotpatrone. Das ist immer Taschenuhr. Mensch, nice. Und das nenne ich mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war eine Granate. Control Terminal. Was können wir denn mit Control Terminal machen? Passwort erforderlich. Wie können wir denn das Passwort knacken? Wähle mit OS 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Position als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Wähle ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig? Oh mein Gott. Liv. Zugang verwehrt. Safe. Code. Same. Bear cost. Huge. Lake. Sick. Code. Mask. Same. Bear? Nein, wir haben es nicht geschafft. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt, okay. Das heißt, wir können quasi in 10 Sekunden... Oh, in 10 Sekunden müssen wir es praktisch nochmal versuchen. So. Ja. Root. Open. Oh. Ach, Moment mal, wir können hier... Nee, gar nicht. Treffer 1, Treffer 2. Warte, 2 Treffer. Ich bin verwirrt. Warte. Zeit unserer Anfänger. Kann ich... Gibt es hier irgendwo... Nee. Moment. Kann ich hier nicht irgendwo... In Waffenkleidung, Hilfsmitteldaten, Werkstätten, Statistiken, Karte... Nee.
Oh, ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber stand ja was mit Treffer. Vielleicht versuche es. Ist das nicht Cotsworth? Cotsworth. Ja, ist denn Cotsworth. Das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Cotsworth, du lebst. Was ist passiert? Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Mörder meiner Frau, sie kann nicht tot sein. Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja. Eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sie haben ihn mir weggenommen. Er ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Das ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Zweihundert Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal enthalten die Leute Informationen über Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, die sie dir nochmal lassen. Und ich weiß, dass jemand zu reden kannst du der Farbe. Gelb, einfach, orange, mittel, rot, schwer. Alles klar. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ach du Scheiße. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Gibt es hier irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ich möchte aber gerne noch mal bei mir reingucken. Ach du Scheiße. Fernseher?
richtig mehr funktioniert. Soßenpfanne, Pfeffermehl. Kühlschrank. Leere Milchflasche. Okay, Mr. Handy-Treibstoff. Okay, den nehme ich mal mit. Vielleicht kann man das gebrauchen. Spielzeugauto, Baby Russell, du bist special. Sean. Ich komme, Kumpel. Wir werden dich retten. Und vor allem, was ich auch wirklich sehr interessant finde, ist, dass bei Fallout 3 wir als Sohn den Vater gesucht haben. Und diesmal sind wir derjenige, der unseren Sohn suchen muss. Wir hatten noch einen Garten. Einen verstaubten alten. Verrosteten. Wo ist denn Cotsworth hin? Der Name finde ich übrigens sehr interessant. Werkstatt. Oh, hier ist die Werkstatt. Mit der Werkstatt kannst du Objekte, Gebäude näher bauen, anpassen und entfernen. Wechselst mit Pfeil und Pfeil zwischen Optionen. Mit Pfeil nach oben wählst du das Objekt oder das Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in einem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Oh, cool. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, Lädenherstellung. Oh, das ist richtig cool. Kann ich mir das hier... Strukturen Holz, Strukturen Metall, Türen, Zäune. Ich will mal einfach nur so gucken. Fertighäuser. Genau, hier steht dann, was wir brauchen. Also Holz ist auf jeden Fall wichtig. Und dann können wir mal gucken, was wir so bauen können. Also sowas, was könnte eigentlich so von Möbel? Ich bin ja so ein Fan von Möbeln. Stühle, Behälter, Regale, Tische, sonstiges. Aluminium, also theoretisch könnten wir wirklich alles gebrauchen. Wir können sogar eine Ottomane basteln und eine Theke. Okay, wir verlassen das mal wieder. Halte V gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Baubereich befindest. Ey, sowas, also da, die Aktion finde ich echt cool. Funktioniert das Radio denn noch? Und nun, doch. Eine Nachricht. Diamond City Surplus, jetzt rund um die Uhr geöffnet. Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, Kunden des Hauses zu verweisen. Besonders schützt. So, ich wollte eigentlich erst kurz still sein, damit man das Radio hören kann, aber ich glaube, darauf können wir jetzt auch verzichten. Hier ist alles leer, benutzt der Ölkanister. So. Ah, da ist Cotsworth. Okay, hier ist, glaube ich, alles zerstört. Glaube ich, können wir gar nicht durch. Ach, ein Kürbis. Sir, hier ist die Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Sean ist da draußen. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Was zum Henker? Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Okay, Cotsworth. Blähfliege, Blähfliegendrüse, wozu wir auch immer das gebrauchen können. Aber Spielzeugauto Babyrassel ist jetzt nicht so wichtig. Voltecler-Brockette. Dreieckig gefaltete US-Flagge, die hat anscheinend jeder hier. Das können wir auch nicht aktivieren. Der Fernseher ist auf jeden Fall tot. So. Also unser lieber Cotsworth, der bleibt hier. Das heißt, wir schauen uns hier nochmal so um, was es hier noch so alles gibt.
Sturmfeuerzeug. Gold oder Klebeband. Oh, warte, was war daneben noch? Kronkorkenvorrat. Oh. Sturmfeuerzeug. TV-Dinner-Tablett. Stuhl. Militärbarett. Mensch, das kann man aber gebrauchen. Militärbarett müsste eine Waffe sein. Ja, T-Shirt und Hose. Ich glaube, wir sind mit unserem Walt-Anzug da besser bedient. Was schlimm, mit so einem Dings herumzulaufen. Wie komme ich hier raus? Da komme ich wieder raus. So, hier waren wir auch. War das unser... Nee, das war nicht unser Zuhause. Hier ist eine Katze. Ein Kaugummi. Radio. Also Radios hatte hier jeder. Das steht vollkommen außer Frage. Oh, und hier ist ein Safe. Versuchen wir es mal... Nein! Juhu. Cool. Wow, Mensch, nice. Yeah. Die Fliege. Ich erspare mir das mal mit den Zigaretten. Die sind, glaube ich, nicht wirklich... Plastikkörper ist nicht so interessant, relevant für uns. So. Ja, da war dort eins zerstört. Das war zerstört. Da konnten wir auch nicht rein. Hier ist unser Zuhause. Können wir denn hier reingehen? Ja. Aktenschrank. Silbertaschenmesser. Was haben wir denn hier alles? Hier ist alles schwarz. Achso, das waren die, Dingens. Coca-Cola-Flasche. Die Dielen, Rouläden, wie auch immer, von den Fenstern. Aber sonst gibt es ja auch nicht viel. Ja, wir sind ja von hier gekommen, das heißt, hier waren wir schon drinne. Gibt es hier was? Babyrassel? Ich würde eigentlich mal gern nochmal das Terminal versuchen zu knacken. Mich dabei, Könnte ich hier nicht nochmal einen Hinweis darüber bekommen, wie das funktioniert? Ups, Werkstatt, Statistik. Herstellung. Ah, das ist ja nur Statistik, Kleidung, Hilfsmittel. Diverses. Ach so, mit mal. Wir haben doch noch die. Das müssen wir uns doch anhören. Was unsere Tochter da hatte. Unsere Frau. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Genau. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll und lustig, ja, ganz genau. Und geduldig, so geduldig, echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind, das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben, Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ich liebe euch auch, meine Lieben. Oh nein. Es ist ja traurig. Ja, es ist Schrott, Mods, Munition, Daten.